Nochmal, sag's nochmal für die Kamera. Nein, ich mag nicht. Was kannst du? Ist okay, ich reparier deinen Scheiß. Wir sind hier schon auf der Aufnahme, ne? Also. Mein Rechner war kaputt. Ich habe ihn so eingeschalten und er ging nicht mehr. Dann habe ich ihn wieder eingeschaltet und er ging nicht mehr. Dann habe ich ihn wieder eingeschaltet und habe ich keine Lust mehr gehabt. Ich sag, Carsten, mach los. Und es hat er. Ich hatte die Ehre. Und die Ehre hat darin bestanden, dass man herausfinden muss, wie ein Rechner jetzt wirklich beschädigt ist oder ob er beschädigt ist und wenn er dann mal hochfährt. Also, was macht man dann, Carsten? Ja, eigentlich habe ich ein ganzes Video draus gemacht, aber... Nein. Du hast ihn demontiert. Ja, ich ja, aber nicht immer. Du kannst doch nicht immer... Man kann ihn immer demontieren, ne? Einfach auseinandernehmen. Ist immer gut. Und dann baut man ihn wieder zusammen. Und wenn es ein Softwareproblem ist, dann hast du das Problem immer noch. Du hast dahin gemacht. Ja, genau aus diesem Grund machen wir ja die Videos. Ja. Ich glaube, das blende ich jetzt hier ein oder da. Oder, nein, hier ist kein Platz, also da drüben. Vor deinem Gesicht, dass du auch gar nicht mehr auftauchst. So. Und genau deswegen blenden wir es jetzt ein, wie man das macht. Und was war eigentlich der Fehler? Ja, eigentlich war nur ein RAM-Slot kaputt. Welcher? A1. Und was macht A1? Der allererste. Wieso heißt der A1? Dass sie so benannt worden sind. Richtig. Nein, A1, A2, B1 und B2. Das ist Nein, A1, B1, B2, A2, ja, B2. Ich hab's jetzt extra so gesagt, weil das Dual-Channel-Betrieb ist. Für die, die nicht so wissen, was Dual-Channel-Betrieb ist, da kommt bald ein Video von mir, da erkläre ich Dual-Channel-Betrieb. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr es nicht habt. Und Triple-Channel genau ist so da irgendwo. So. Triple-Channel ist ja eh egal. Nichts war kaputt. Einfach nur den Steckplatz gewechselt und ist wieder gelaufen. Aber ein Steckplatz ist kaputt. Weißt du nicht, vielleicht mag er bloß den Steckplatz mit dem RAM-Riegel nicht. Oder nimmer. Nicht mehr. Das kann ja sein, das muss ja nicht kaputt sein, deswegen ist es halt einfach nur... Du magst deine Frau auch nimmer, ne? Wieso? Moi, magst du wieder. Computer sind eigen. Weißt schon, 95% der Probleme hängen am Benutzer. Computer sind eigen. Auf jeden Fall... Ja, so hat sich das Ganze reparieren lassen. Repariert. Detailreich. Und was Carsten als nächstes repariert, seht ihr auch bald. Carsten repariert. Das ist das neue Format. Wusstest du nicht? Ich geb dir meinen ganzen Scheiß und du musst das ganz machen. Schon. Ja. Aber du liebst doch nutzlosen Scheiß. Vor allem liebe ich dich. Ja. Du bist auch nutzlos und scheiße. Aber ich mag's ja gern. Echt? Nein.